nicht aus, okay? Kannst auch. Also dann abfangen, oder? Ja. Ich will nur gucken, ob er schaltet. Was? Also ich bin Christine Grabosch und ich komme aus Emden. Das ist ganz oben in Niedersachsen. Und mein Auto heißt Velocity. Und der Name sagt ja eigentlich schon alles, dass wir versuchen, möglichst schnell zu bauen und möglichst leicht zu sein und damit dann möglichst zu gewinnen. Also ich möchte gerne Elektrotechnik studieren und auch hier in Karlsruhe. Deshalb ist es ganz gut, dass wir dieses Jahr hier sind. Und das hat sich eigentlich auch dadurch ergeben, dass ich an dem Wettbewerb teilgenommen habe und gesehen habe, wie viel Spaß es macht, so ein bisschen rumzubasteln und zu überlegen. Ach, schade. Ich bin hergestellt. Und der war super schnell unterwegs. Also wir haben ein Modell gebaut, einen Grundbaustein. Das ist aus Kohlefaserstangen, einfach so leicht wie möglich und so wenig Gewicht wie möglich. Und da haben wir so kleine Stöpsel gebaut, auf denen das Solardeck liegt, auf denen die Querstangen liegen und mit Führungsstäben, damit es unten in der Spur bleibt. Und los! Wir haben auch einen Umschalter eingebaut und extra gute Solarzellen verwendet. Und wir haben unser Auto sogar durchlöchert, und damit wir einfach Gewicht sparen. Und los geht's. Ja! Ja!